Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Wie angekündigt, schauen wir uns heute den McLaren 765 LT an. Den gibt es ab nächsten Mittwoch, also am 25. Januar im Spiel. Ich wurde ja netterweise im Zuge des Motopass Season 7 Episode 2 Updates eingeladen, ja, auf einer Testversion das Ganze schon mal ein bisschen zu testen. Und so habe ich auch die Möglichkeit, dir schon einen etwas früheren Blick auf diesen McLaren zu geben. Und ich würde auch sagen, wir verlieren keine Zeit und machen gleich mal eine kleine Probefahrt. Ich habe jetzt auch mal schon die bereits eingebauten Tuning-Teile wieder ausgebaut. Meistens ist es so bei diesem Test-Account, dass man gleich schon das ganze Fahrzeug maximal aufgebaut hat. Das habe ich natürlich jetzt wieder hier ein bisschen entfernt, um einfach erstmal einen Eindruck zu haben, wie fährt er denn sich in der Serie. Er kommt ja logischerweise hier im Spiel in der Hypercar-Klasse daher. Und ich meine, so ein 765 LT ist schon echt ein geiles Ding. Ja? Also schon sehr, sehr geil, dass der hier jetzt auch den Weg ins Spiel gefunden hat. Und ich denke mal, da wird sich der eine oder andere sicherlich freuen, nächste Woche direkt mit dem hier ein paar Runden zu drehen. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir fahren schon mal rein in LA und gucken einfach mal, wie der sich schon so fährt. Also Ersteindruck ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich meine, die McLaren klingt jetzt eh nicht so schlecht im Spiel. Also das kann man sich schon geben. Auch wenn ich klar sagen muss, was den McLaren Sound angeht, muss man schon fair sein. Forza Horizon die Nase vorn, auch wenn nicht alles dort geil klingt, aber McLaren haben sie dort schon sehr gut hinbekommen. Wobei der hier jetzt auch nicht schlecht klingt. Also man kann sich's definitiv anhören. Und apropos anhören, ich würde sagen, wir machen auch gleich einen kleinen Soundcheck. Dazu fahren wir aber an unsere beliebte Stelle, damit wir auch gleich ein bisschen in den Tunnel fahren können. Denn klar, wenn wir natürlich was aufs Ohr haben möchten, dann müssen wir natürlich auch einen Tunnel zum Einsturz bringen. Vorsicht, weg da. Ich muss ganz schnell an meine vorhergesehene Klanglocation. So, auf geht's. Fährt sich aber in der Serie schon ganz gut. Ich meine, er ist auch schon sehr hoch. 268er Index hat er in der Serie. Das ist schon nicht schlecht. So, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Oder besser gesagt, du hörst jetzt mal mit voller Pulle rein. Ich blende mich da einfach mal derweil aus. Kann man machen. Vor allem das Nachblubbern finde ich mal wieder richtig nice. Ja, das kann man sich auf jeden Fall geben. So, ich würde sagen, wir machen auch ein kleines Rennen in der Serie, ehe wir dann gleich auch das Ganze ein bisschen tunen werden. Ja, da das natürlich ein Test-Account ist, ich wiederhole es nochmal, ist es natürlich nicht mein richtiger Account, dementsprechend jetzt nicht von den Finanzen oder so abschrecken lassen und dementsprechend ist hier auch nichts freigeschaltet. Ist zwar ein bisschen schade, aber so ist es halt. Wir machen jetzt einfach mal, was machen wir denn? Ich muss gerade selber überlegen. Ich glaube, Hollywood war ein relativ kurzes Rennen. Ja? Dann machen wir das doch einfach mal direkt. Und gucken, wie der sich hier so anstellt. Ich habe ja erst ja vor einigen Monaten, das ist jetzt auch schon wieder her, den 27S Spider bekommen, was ich schon sehr, sehr geil fand. Und jetzt aber auch eben den 765 LT ist schon sehr, sehr nice. Beim Spider konnte man auf jeden Fall ein bisschen was machen im Optik-Tuning. Hier bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe jetzt mich da auch noch nicht im Vorfeld spoilern lassen. Da gucken wir jetzt gemeinsam drauf. Schade wäre es jetzt, wenn natürlich optisch nichts geht. Aber immerhin leistungstechnisch können wir da nochmal ein bisschen nachlegen. Mal gucken, wo da die Reise so hingeht. 765 im Namen steht ja natürlich für die Ausgangsleistung des Fahrzeugs. Mal gucken, ob wir da an die 1000 PS irgendwie dann kratzen können. So.
Gucken wir mal. Konkurrenz macht schon ein bisschen Druck. Aber nichts, was uns vor Probleme stellen sollte. Ja, das Update, das angesprochene, wer vielleicht das Video gestern nicht gesehen hat oder sich vielleicht da auch nicht irgendwie spoilern lassen hat wollen. Ja, Episode 2 von Season 7 eben kommt heute per Update raus. Das war zu hier jetzt aber nochmal wiederholen gesagt, kommt erst nächste Woche am Mittwoch dann raus. Da muss man sich dann noch ein bisschen gedulden. Es kommt aber noch ein anderes Fahrzeug mit dem Update mit dazu. Und zwar der Porsche 928. Etwas älteres, aber ich finde trotzdem sehr cooles Fahrzeug. Das werden wir uns auch auf jeden Fall noch hier im Zuge des Let's Plays anschauen. Ich kann allerdings noch nicht sagen, ob ich das auch jetzt hier von der Testversion mache oder dann von meinem richtigen Account, weil, wie gesagt, kommt ja sowieso heute raus. Entsprechend kann ich das auch gleich mit meinem richtigen Account verknüpfen. Aber das kommt auch ganz drauf an, wie die Zeit es hergibt. So oder so, wir gucken uns auf jeden Fall auch noch den Porsche 928 an. Aber jetzt erstmal den vollen Blick auf den 765 LT. Ja, wie ich finde, UA, ja, wenn man noch fahren kann, wäre auch nicht schlecht, das schon ganz gut macht. Mal gespannt, wie Skriptniveau und so zulegt, wenn der da nochmal voll aufgebaut ist. Das werden wir dann gleich erfahren. Jetzt bringen wir aber erstmal das Rennen noch zu Ende. Ein bisschen mehr muss noch gehen. Klar, 300 km/h schön recht, aber in dieser Hypercar-Klasse, wir wissen alle, da müssen wir Richtung 400 und schneller schielen. Deswegen, ich denke mal, da werden wir gerade PS-leistungstechnisch noch ordentlich drauf schippern können. Aber jetzt bringen wir natürlich das Rennen erstmal zu Ende. Da ist das Ziel. Und dann sind wir quasi wieder genau da, wo wir die Folge gestartet haben. Nämlich bei unserem Häuschen. Da können wir ja quasi, wie wir das früher gemacht haben, im Let's Play, entsprechend wirklich zum Haus fahren und tunen. Ne? Dass man nämlich übers Menü auf einmal das Ganze tunen kann, das ist ja erst später dazu gekommen. Was natürlich ein absolutes Luxusfeature ist. Aber wir können das jetzt einfach ganz klassisch machen, indem wir dann da einfach ins Haus fahren. Und da einfach live vor Ort dran rumschrauben, wenn es denn zu Ende geladen hat. Ja, Ladezeiten auf den Testservern, Testaccount, wie auch immer man das nennen möchte, immer ein bisschen länger. Deswegen jetzt da nicht erschrecken, das wird bei euch dann nicht so sein. Ja, und das sind wir auch schon schön beleuchtet jetzt hier. Oh, ich finde es sehr, kann man so machen. Gut, dann gucken wir doch mal. Also, Farbe gibt es natürlich reichlich schöne Auswahl. Oh ja, wenn diesem Blau ist natürlich. Okay, das Grün kommt gar nicht so rüber jetzt durch das blaue Angeleuchtete. Ist auch lustig. Ja, ein paar coole Farben dabei. Hier das Mango Orange. Schwarz. Oh, ich weiß, schwarz zeigt viele Sachen nicht, aber trotzdem, schwarz ist schon. Gut, aber wir gehen erstmal zum Aussehen. Was gibt's denn? Also, Motorhaube wahrscheinlich jetzt einfach in Carbon, wie immer. So ist es. Und dann nochmal, mit einer so einer zusätzlichen Öffnung. Hat schon richtig Motorsport-Style. Okay, wir gehen erstmal alles durch. Dann, okay, das dann in Wagenfarbe sieht jetzt nicht so geil aus. Gut, kommt auf die Wagenfarbe dann an. Dann unten der Splitter wird dann in Wagenfarbe gemacht. Okay, also das ist jetzt erstmal noch nichts Craziness. Dann mit einem brutalen Splitter vorne dran. Okay, und dann nochmal krasser in Wagenfarbe. Okay, okay. Dann Kotflügel, gibt es tatsächlich eine Verbreiterung? Das finde ich ja mal interessant. Es gibt tatsächlich eine Verbreiterung. Dann Felgen bin ich gespannt. Ja, habe ich schon sagen wollen, bestimmt die Serienfelgen nochmal in schwarz, was ich auch geil finde. Und dann nochmal. Okay, eins ist jetzt ein bisschen glänzend und das ist matt, oder wie? Man erkennt es jetzt in dunklen leider nicht so, aber ich würde jetzt behaupten, das eine ist halt mehr matt und das andere ist nochmal so ein bisschen Metallic-Glanzoptik. Dann nochmal so eine Mischung. Okay, und dann die Serienfelgen. Okay, also Auswahl gibt's auf jeden Fall. Und wir bleiben nicht bei den Serienfelgen, also bei der Alu-Optik, sondern dann auf jeden Fall irgendwas anderes, sowas oder
Eben, das hier finde ich gar nicht schlecht. Bremssattel, okay. Dann Außenspiegel, komplett Carbon oder so Rennwagen-Style-mäßig gemacht, alles klar. Seitenschweller, ja, okay, Carbon weg, andersfarbig, das ist jetzt nicht so krass, aber auch hier können wir ihn breiter machen. Ich weiß noch nicht, ob mir das so gefällt, wenn ich ehrlich bin. Ob ich das cool finde oder nicht, weil es zerstört schon ein bisschen die Grundform. Aber wir gehen mal weiter, Spoiler. In Carbon und, so eine Lufthutze da oben, seht ihr? Okay, nice. Dann nochmal einen zusätzlichen Flügel oben drauf. Nee. Dann hinten, gucken wir mal, was es da gibt. Die Endrohre dann entsprechend in, ja, Alu-Optik, sage ich jetzt einfach mal. Dann nochmal hier so ein Gold-Messing-Optik, okay. Wem es gefällt. Das ist mehr so, soll so, glaube ich, mehr so Titan-Style sein. Dann unten die Farben anders. Mal gucken, ob auch noch was. Oh ja, hier kriegen wir jetzt noch einen fetten Diffusor hinten raus. Okay, also wir können eine richtige Tuning-Bastelbude machen. Hier ein bisschen dezenter, kann man das so nennen? Weiß es noch nicht. Auf jeden Fall mit den Finn da hinten raus. Okay. Okay, es gibt ein bisschen was und dann natürlich Innenraum. Das kennen wir eh schon, diese ganze Geschichte. Okay. Ich gucke kurz nochmal, was es gibt. Also es gibt auch verschiedene Stile, klar. Material kann man auch ändern und der Dings nicht. Okay, mache ich aber nicht. Ich glaube, da bleibe ich mal bei der Serie, wenn ich ehrlich bin. Weil so mit Alcantara hätte auch natürlich was. Okay. Ja, wir machen jetzt einfach mal irgendwas, oder? Ist ja egal, dass wir da einfach mal ein bisschen was ausprobiert haben, was Verrücktes. Soll ich mal mit dem Grün gehen? Komm, machen wir jetzt einfach mal. Ich mache jetzt einfach mal das Grün. Dann machen wir... Ja, Carbon mache ich nicht, aber ich glaube, ich mache die hier. Die finde ich ganz nice. Stoßfänger würde ich fast schon lassen. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt mit diesem extrem krassen Splitter. Wobei andererseits, wenn wir schon mal übertreiben können, dann übertreiben wir mal richtig, oder? Also würde ich jetzt persönlich nicht machen. Ich würde wahrscheinlich echt ganz wenige Sachen nur ändern, weil ich ihn an sich schon ultra geil finde und das jetzt eher mehr... verbastelt wirkt, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber wir machen jetzt trotzdem einfach mal das Verbastelte. Wir wollen jetzt einfach mal gucken, was das extrem zeigt. Ist auch mit der Kotflügelverbreiterung. Ich bin gespannt. Also die Reifen bleiben halt so weit da innen. Deswegen, das finde ich ein bisschen schwierig. Normal müsste jetzt das Rad und so auch ein bisschen rausstehen, sage ich jetzt mal. Können jetzt hier auch so ein bisschen das Grün aufgreifen, sage ich jetzt mal. Spiegel, ja, machen wir halt, weil wir es halt können. Das lassen wir aber. Da machen wir es auch breiter. Jawohl. Der Doppelflügel mache ich nicht, aber mit Carbon und die zusätzliche Dings, würde ich mal sagen. Und hinten, bin mir noch nicht so sicher. Ich glaube, ich finde den anderen Diffusor dann cooler. Und ich würde dann aber die normalen Endrohre lassen. So, und hier, boah, gute Frage, wie machen wir den Innenraum? Halt schade, dass man den schwarzen Innenraum nicht anpassen kann, sondern dann da gezwungen ist, einen von denen hier irgendwie zu nehmen. Will ich jetzt rot als Kontrast? Oder ja, das Braun ist ja schon fast wie Orange. Okay, Braun. Will ich das mal machen und dann halt einfach... So, nur dass die Nähte in weiß sind. Und dann machen wir aber Alcantara-Optik. Oder sollen wir es einfach in Serie lassen? Ah, es nimmt sich fast nichts. Komm, dann machen wir das jetzt so. Zack, 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 zack. Ja, sieht schon crazy aus. Wie gesagt, normalerweise müssen jetzt die Räder vorne noch ein bisschen rausstehen, finde ich. Ja, aber wir machen es mal so. Sieht auf jeden Fall verrückt aus. Und jetzt natürlich auch die Performance. Dann gucken wir mal. Ich meine, manchmal ist es ja so, wenn man die Fahrzeuge tunt, dass dann tatsächlich was auch nochmal optisch an der Fahrzeughöhe und so sich verändert. Gerade bei den Oldschool-Autos ist es extrem. Bei den modernen weiß ich jetzt nicht. Das werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir rausgehen. Jetzt gucken wir gerade mal Prestige. Ich weiß nicht, was hier groß freigeschaltet ist auf dem Test-Account. Ich würde jetzt aber einfach mal sagen... Komm, wir gehen jetzt einfach mal mit den Full-Slicks. Was soll's? Wenn wir ja schon so einen halben Rennwagen da draus gemacht haben. Und dann gucken wir doch mal. Ja, sieht halt, ne? Also ihr versteht gleich, was ich meine. Das halt... Kotflügelverbreitung geil, aber dann müssen halt die Räder auch raus. Sonst sieht es irgendwie nicht richtig aus. Sonst fehlt da jetzt irgendwie was. Ne?
wenn ihr versteht. Aber ansonsten, okay. Also was mir gut gefällt, ist auf jeden Fall die Haube vorne, die Veränderung. Es hat so ein bisschen Motorsportstil. Auch die zusätzliche Lufthutze hinten hat natürlich, bringt so mal so ein bisschen was mit. Außenspiegel kann man jetzt dafür oder dagegen sein. Diffusor hat auch was für sich. Es gibt schon so ein paar Aspekte, die ich cool finde. Ich meine, immerhin können wir daran optisch was ändern. Aber die Kotflügelverbreiterung, bin ich ehrlich, würde ich jetzt wahrscheinlich eher nicht machen. Auch den Splitter vorne würde ich jetzt eher, glaube ich, drauf verzichten. Wir können ja mal ein Rennen fahren und danach kann ich es ja mal so ändern, wie ich es vielleicht dann eher machen wollen würde. So, dann machen wir mal kurz Cybercar. Ich glaube, was noch ganz kurz ist oder nicht zu lange ist, ist, glaube ich, Detroit. Machen wir das einfach mal ganz kurzes Rennen. Aber die Farbe und so gefällt mir schon gut. Es hat was. So auch mit diesem Schwarz, der Kontrast dann so zwischen hell und dunkel jetzt auch, weil der Heckspoiler, der ausfahrbare, dann jetzt auch in Carbon-Optik ist. Der Diffusor schaut jetzt schon böse hinten raus. Ah. Aber gut, der Splitter vorne guckt dann natürlich auch extrem weit raus jetzt. So einfach so ein doppelter. Oh, ich fand die falsche Richtung. Splitter. Wäre echt so ein Dreifach-Splitter fast schon da vorne jetzt. Aber gucken wir mal, wie er sich fährt. Das dürfte jetzt das sehr viel interessantere sein. So. Ziehen wir auf jeden Fall schon mal gut an. Ich bin mal gespannt, wie es mit der Topspeed geht. Ich habe jetzt gar nicht auf die PS-Leistung geguckt. Da habt ihr vielleicht eher drauf geguckt. Muss ich gleich nochmal gucken, wo jetzt die Reise hingeht. Oh Gott, bremsen tut aber gar nicht. Bremsen war jetzt gerade gar nicht. Da haben wir schon besser zupackendere Hypercars gefahren. Vielleicht habe ich aber jetzt auch mich komplett falsch eingeschätzt. Ich will jetzt nicht zu schnell urteilen. Ansonsten liegt er jetzt schon sehr böse, gerade in diesen schnellen Kurven, wenn ich es mal so testen darf. Die Nitro sind 400... Bei 480 kein Problem. Liegt auch sehr gut jetzt hier. Und da liegt er richtig gut jetzt mit den eingebauten Teilen und allem. Also man merkt schon einen Unterschied im Vergleich zur Serie. Und jetzt die Bremse. Die hat mich jetzt ein bisschen... Also mal gucken, da vorne ist wieder so ein Punkt. Da muss ich auf jeden Fall auch anbremsen. Ja doch, es geht. Es geht. Ist okay. Ich glaube, ich habe das einfach voll falsch eingeschätzt. Also jetzt nicht schlechter oder besser wie andere. Es ist das Niveau, was die halt so haben in dieser Klasse. In dem getunten Zustand. Ja, ich sag's an der Stelle aber auch nochmal, ich finde, bei sowas sollte man auch Dankbarkeit zeigen. Dankeschön an Ubisoft für die erneute Einladung vom Test-Account, sonst könnte ich euch heute nämlich noch gar nicht das Fahrzeug präsentieren. Klar, nächste Woche hätte ich es dann machen können, aber so ist es auch schon mal schön, einen frühen Blick drauf zu bekommen. Und natürlich auch vielen Dank an euch, ne? Ohne euch ist sowas natürlich auch nicht möglich. Würden die Videos nicht geguckt werden, nicht supportet werden, nicht geliked werden, nicht kommentiert werden, dann würde auch Ubisoft nicht auf mich zukommen. Ja, und so, upsala, ist das doch eine schöne Sache. Ich kann dir was geben, indem ich dir schon mal einen frühen Blick auf das Ganze gebe. Das heißt, du kriegst ein cooles Video zu sehen. Hoffe ich doch, was Cooles. Und durch die Resonanz kommt Ubisoft auf mich zu und so weiter und so fort. Ist ein schöner Kreis auf jeden Fall. Mein Fahrzeug liegt gut. Wird jetzt natürlich nicht das überragendste Fahrzeug sein in der Hypercar-Klasse, würde ich meinen. Aber schon ein sehr gutes. Auf jeden Fall geil, dass der jetzt hier auch noch den Weg mit ins Spiel gefunden hat. Ich kann es nur wiederholen sagen. Weil McLaren war eh so ein bisschen wenig drin im Spiel. Bugatti müssen wir nicht drüber reden, da haben wir gefühlt alles. Aber McLaren war noch so ein bisschen wenig, aber jetzt mittlerweile schieben sie da auch ganz gut nach.
Obwohl, ich glaube, die Droid ist doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Ich wusste jetzt aus dem Kopf nicht mehr, welche wie lang sind. Wir können ja auch gleich noch abbrechen. Aber jetzt fahren wir einfach mal. Es geht ja auch eher viel mehr, einfach ein bisschen was zu tun. Wir können eigentlich auch so ein bisschen durch die Welt fahren, ehrlich gesagt. Wir müssen ja nicht mehr ein Rennen fahren, weil... Ich meine, ich kann jetzt hier auf dem Test-Account eh keine starken Gegner auswählen und dann ist das eh irgendwie ein witzloser Test. Deswegen können wir einfach auch so ein bisschen fahren. Dann würde ich aber sagen, da fahre ich jetzt noch ein paar Meter in dem Rennen. Dann können wir kurz rausgehen, dann ändere ich nochmal optisch das ab, was ich vielleicht ändern würde. Deutlich dezenter. Farbe lasse ich jetzt aber mal. Wobei doch eine Sache würde ich vielleicht doch noch ändern. Mal gucken. Wenn ich die Farbe geil finde, aber vielleicht in Verbindung mit Innenraum und so. Ja, Sprung gut genommen, direkt wieder Grip. Das macht er schon ganz ordentlich. Gefällt mir. Sehr schön. Gut, dann. Würde ich sagen. Upsala, das ist das falsche Menü, glaube ich. Muss ich gerade selber gucken. Nee, das war's nicht. Nee, Radio will ich auch nicht. Aus. abbrechen ist es. Nicht Spiel verlassen. Das wollen wir nicht. So, genau. Dann gehen wir jetzt nochmal ins Anpassungsmenü. Und zwar würde ich, glaube ich, hat er nicht serienmäßig? Nee, hat er nicht tatsächlich. Normalerweise hat McLaren manchmal auch so ein richtig krass giftiges Rot. Ja, jetzt aber gar nicht. Finde ich interessant. Dann mixe ich mir das einfach schnell selber zusammen. Oder ich nehme einfach so ein Metallic-Rot. Sowas finde ich... das finde ich fast schon, glaube ich, noch geiler als... Ja, komm, lass einfach mal machen. Finde ich, sieht gut aus. Und dann Motorhaube lasse ich, die fand ich geil. Stoßfänger, wie gesagt, da würde ich eigentlich Serien lassen. Da finde ich das alles andere nicht so geil. Kotflügel auch geringer. Felgen. Ja, doch, die Matten können wir eigentlich auch mal probieren. So. Bremssattel macht natürlich jetzt keinen Sinn. Da würde ich, glaube ich, so ein, ja, sowas drasttechnisch. Ja, und Außenspiegel würde ich auch wahrscheinlich eher wieder auf die Serie zurückgehen. Seitenschwelle auch. Flügel hinten würde ich auch zurückrüsten. Alles wieder wegmachen. So. Nee, das würde ich aber lassen tatsächlich hinten. Auch wenn ich es cooler finden würde, die Lufthutze zu haben, aber mit Serienflügelfarbe. Fänd ich jetzt noch geiler, aber ja, ein Tod müssen wir dann wohl sterben. Und hier hinten, glaube ich, würde ich sogar mit dem dann gehen. Das würde, glaube ich, serientechnisch besser passen. Und ich meine, ich habe dann auch mal was anderes gezeigt. Ist ja auch nicht schlimm, deswegen machen wir das jetzt einfach mal so dran. Und dann kann ich nämlich im Innenraum rot wählen und mit roten Akzenten ein bisschen spielen. Ich glaube, dann finde ich auch das hier fast cooler. So, den Rest können wir aber lassen. So fände ich ihn jetzt auch ansprechender. Gut, jetzt passen natürlich die Slick-Reifen nicht mehr. Dann nehmen wir jetzt halt irgendwie so Reifen, passt schon. Warte mal, was sind das hier welche? Leicht gedehnte, okay. Boah, Performance. Performance klingt doch gut. Ja, so gefällt er mir dann irgendwie doch besser, ja. Das andere finde ich halt doch zu sehr verbastelt, aber man hat die Möglichkeit. Und wie gesagt, ein paar kleine Änderungen sind ja auch ganz geil. Mit eben der mit Diffusor, mit der Lufthutze, eben vorne mit der Haube. Ja, doch, der Rotton gefällt mir. Hat was. Nicht das, was ich eigentlich meinte, aber auch gut. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch, sofern ihr halt natürlich die Crew 2 noch spielt, auch auf den 765 LT freut oder sagt, ja, nö, jetzt ist er auch egal. Aber ich find's cool, wie gesagt. Ja, mit Sportwagen, egal welcher Art, kannst du mich eigentlich immer locken. Ist halt einfach geil. Und ja, so ein 765 LT. Ich habe es auch damals in Forza Horizon 5 gesagt, da kam man ja auch nachträglich rein. Ist halt einfach super geiles Fahrzeug, optisch auch und alles. Fühl ich.
Also im Innenraum jetzt mit den roten Akzenten. Ist doch geil. Vorsicht, Verkehr. Er gleitet schon gut über den Asphalt. Alles Vollgas hier. Wie man das so macht über die Landstraße mit 400 Tacken. Ich sehe jetzt gleich mich irgendwo neben raus kacheln. Ja, zum Glück sind die engen Kurven meistens beschildert. Vorsicht, Füchschen. Ja, aber so ein bisschen durch die Open World fahren hat ja eigentlich auch was, oder? Es muss ja nicht immer zwanghaft irgendwie Rennfahren sein. Oder was meint ihr? Sollen wir das in Zukunft? Ich meine, keine Ahnung, wie viele Folgen The Crew 2 es noch gibt. Ich meine, die meisten werden wir jetzt schon hinter uns haben, aber ich denke mal, die ein oder andere wird schon geben. Gerade wenn auch neuer Inhalt kommt, gucke ich doch gerne immer mal wieder hier zurück. Aber was meint ihr? Öfters mal einfach ein bisschen durch die Umwelt gondeln. Ich glaube, das haben wir in diesen ganzen Folgen viel zu wenig gemacht. Aber während ich jetzt auch gerade hier so durchfahre, muss ich auch schon sagen, klar merkt man, die Grafik ist mittlerweile echt nicht mehr aktuell. Ich fand sie eigentlich, wo das Spiel rauskam, schon nicht bahnbrechend aktuell. Soll jetzt kein Hate sein, ist einfach nur meine Auffassung. Und dementsprechend aber auch so mein Gedanke, so ein Nachfolger irgendwann wäre schon nice. Ja? Irgendwie so mit aktuellster Grafik und so weiter. Das hätte schon was. Aber mal gucken, was ein Testdrive für uns bereithält. Geht ja mehr oder minder in eine ähnliche Richtung, also mit einer sehr riesigen Open World und so weiter. Bin ich auf jeden Fall auch mal sehr, sehr gespannt. Ich glaube, wir werden als Rennspiel und Auto-Fan, Motorsport-Fan, wie auch immer, werden wir auf jeden Fall, denke ich, auch in den kommenden Jahren auf unsere Kosten kommen. Und da freue ich mich drauf. Gemeinsam mit dir, ja, das zu begleiten, was da so auf uns zukommt. Ich werde auf jeden Fall nicht alle, aber die meisten Spiele anschauen wollen. Ja, und an dieser Stelle würde ich, glaube ich, aber auch sagen, machen wir Schluss. Ich hoffe, dieser, ja, erste Blick auf den McLaren 765 LT hat dir gefallen. Wenn dem so wäre, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns, denke ich, recht bald wieder zu einem weiteren Video. Dann gucken wir uns mal noch den Porsche 928 an. Wenn dieses Video hier erscheint, dann ist der Porsche mit dem Update höchstwahrscheinlich schon erschienen. Also für dich dann vielleicht nichts Neues, aber für mich selbst ist es ja auch ganz interessant. Und deswegen will ich mir den als neuen Inhalt auf jeden Fall auch mal noch anschauen. Ich bin jetzt aber erstmal raus und dann bis zur nächsten Ausgabe. Mach's gut. Ciao.